Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu The Hunter. Heute mit am Start der Toni. Hallo. Hallo. Ja, wir spielen das neue Paket, Pfadfinder-Paket. Und das bedeutet, wir sind hier, ich sage einfach mal Alaska. Und wir werden jetzt hier gemeinsam auf die Jagd gehen. Toni hat absolut keine Ahnung vom Spiel. Und ich eigentlich auch nicht so viel. Also, ich gehe nochmal hier mit F2, wisst ihr ja, kann man ja in die, ja, Außenkamera gehen, aber nur in dem Bereich, wo man jetzt hier, ja, im Servicebereich, ne, da kann man auch mal von außen sehen. Ihr seht auch schon diese Waffe, die ich habe, hier so eine, sag ich mal, Winchester, graviert, etc., bekommt man natürlich, wenn man das Paket kauft, ja. Ich glaube, hier gibt es die Standardvariante. Ich habe irgendwie die gravierte etc., keine Ahnung. Und wichtig ist auf jeden Fall, das ist meine andere Waffe, ist auf jeden Fall, dass ihr Winterkleidung anhabt. Ja, das ist jetzt auch neu. Da kann man dann, komm mal mit, dann kann man hier gemeinsam, nee, auf jeden Fall friert man dann ganz schnell, wenn man hier mit Niki rumrennt. Ne, mit Niki. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier mal eine Runde drehen. Schade, dass dieses Spiel, man kauft sich das und dann immer nur für 6 Monate kann man dann halt auf alle Tiere schießen. Ich finde das total behindert, ja. Aber wir haben es eigentlich ganz günstig erworben. So, dann drücke mal Tab-Taste. Habe ich. Dann hast du jetzt, also wir werden jetzt wie so eine kleine Einführung machen. Jetzt gehen wir ja einfach so lang. Wir müssen auf die Ohren achten. Wenn du irgendwas hörst, ja, dann kannst du auch auf diesen mit der linken Maustaste mal drücken? Dann machst du einen Piepton. Wenn du jetzt Spuren sicherst, du musst 3 Spuren haben, dann weißt du ungefähr, wo das Tier ist. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Fernglas mitgenommen hast, aber wenn, dann habe ich eins. Ja, ich gehe mal gucken. Ich guck mal jetzt ins Tal. Mach mal. Ich guck mal ins Tal. Wie oft wir das hier zeigen, keine Ahnung. Ich hatte einfach wieder Lust, hier mal eine Runde lang zu dödeln. Hier schön in Alaska, sage ich jetzt einfach mal schon. Und ja, mal gucken, wie weit wir hier überhaupt spielen. Welche Tiere wir erlegen. Es kommt natürlich auf. Hast du was gehört? Ich habe irgendwas gehört. Ich habe mich erschrocken fast. Wie es auch bei euch ankommt, ne? Nicht, dass wir ja frieren und eigentlich haben wir ja Winterkleidung an. Ne? Der Wind. Also sieht auf jeden Fall schon mal schön aus, ne? Kannst du laut sagen, ja. Das ist auch ein Simulationsspiel, was ja ganz nett ist. So, wir dürfen nicht hier durch dieses Gras hier latschen, denn ja. Ja, mal sehen, wie oft wir das bringen. Wie gesagt, das kommt auf euch an. Vielleicht kommen ja noch ein paar andere Spieler hinzu, dass wir dann gemeinsam. Ich habe hier erstmal den Server offen gelassen. Ich habe hier einfach mal aufgemacht und Attacke Hü, Schweinebacke. Und dann werden wir mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Viehzeug schießen. Wir werden hier, wie gesagt, einfach mal hier loslaufen. Wenn du irgendwas siehst, dann sage Bescheid. Du kannst auch mit X-Taste kannst du geradeaus weiterlaufen und den Kopf schwenken hin und her, ne? Boah. Yeah! Technik. Technik. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn du mit C rennst du, dann rennt aber die ganze Zeit. Das bedeutet aber, dass du dann beim Zielen. Ah, da vorne ist ein Vieh! Da vorne ist ein Vieh! Da, ein Reh! Bock! Scheiß Vieh! Also, wie gesagt, jetzt nicht rummeckern oder etc. Es gibt ja immer Leute, die haben da immer ein bisschen mehr Ahnung. Wir gehen jetzt gemütlich dahin und werden die Spur erstmal aufnehmen. Weil ich bin hier kein Jäger, ich bin auch kein Bauer oder sonstige Sachen. Ich spiele es einfach, weil ich daran Spaß habe und die Leute, die halt ja besser wissen, wie was gemacht wird, ja, dass Blut nicht Blut ist, sondern Schweiß. Wenn Tiere ja Blut verlieren, sage ich halt einfach so, das weiß ich selber. Ich war früher auch mal mit auf Jagd, weil mein Kumpel Jäger ist. Und deswegen finde ich das irgendwo ganz angenehm. Aber da ist es ja nicht so wie hier, dass man hier durch den Wald stapft und dem Wild hinterherläuft. Nee, da sitzt man wirklich irgendwo und beobachtet alles. Wie gesagt, die Kleidung, die ich jetzt zum Beispiel anhabe, dieses ja, ein bisschen getarnt, hat ein paar Vorteile gegenüber seiner Tarnung. Sie ist auf jeden Fall unauffälliger, ne? Und, oh, hast du was gefunden? Irgendeine Spur? Nein. Ich habe hier irgendwas gehört. Warte mal. Was hörst denn du für Sachen? Ja, ich wieso nicht, ich bin ein bisschen.
durch den Wind. Also hier müsst ihr jetzt irgendwo, wenn ihr jetzt irgendwas Rotes hier siehst, dann müssen wir zu diesem Punkt hingehen, weil dann finden wir, ich finde was, ich habe schon was gefunden. Und umso mehr fährt man sucht, umso mehr oder umso besser levelt man auf hier. Hier zum Beispiel. Ich hab's gesehen, ja. Also, was ist denn das für ein komischer Hirsch? Sagt mir ja gar nichts. Chica, was war das für ein Hirsch? Also ich sehe es nicht. Ich habe nur gerade das rote Ding bei dir gesehen. Ich habe nicht gesehen, was da drin ist. Na, dann geh mal hin zu dem Punkt. Ach so, und dann muss ich das ID-Ding drücken, oder ja, was? Ja, genau. Geh mal hin. Na, wo rennst du hin? Hier ist es. Wo sind der? Na, hier. Ach, da. Hier. Da hin und dann drücke und sage, was für ein Vieh ist. Ah. Sitka-Hirsch. Ein Sitka. Status flüchtend. Flüchtend, genau. Und jetzt siehst du ja dieses komische, dieses Dreieck, ne? Und in die Richtung ist er ungefähr geflüchtet. Man braucht aber drei solche Punkte. Ich drücke jetzt einfach mal hier so wild. Um dann korrekte Angaben zu machen, wo der jetzt ungefähr hingegangen ist. Aber ich finde jetzt keine andere Fährte, weil wir bei diesen... Oh, der Wind, ey, erschreckt mich immer. Weil... Oh, eine Spur gefunden. Schön. Jetzt geht die Spur hier lang. Warte mal, ich muss noch eine finden. Hier irgendwo muss noch eine sein. Das ist ja voll behindert. Dachte hier, sie haben einen Sitka-Hirsch gefunden, aber sie besitzen keinen, derzeit keine Lizenz oder Mitgliedschaft, um diese Art zu jagen. Echt? Warte mal, wir gehen mal weiter. Eigentlich haben wir ja dieses Paket gekauft, dann sind, so wie es drinne stand, alle Tiere erstmal frei. Also dann haben wir 6 Monate dieses Paket und dann sollten wir schießen. Also wenn ihr mehr wisst oder wir einfach nur total ahnungslos sind, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich habe hier noch eine Fährte, warte mal. Hier mal oben, hier oben, hier oben. Ey, ja. Du hustest ja, oder hab ich gehustet? Ich habe hier auch noch eine Fährte, wir gucken einfach mal. Nimm die einfach mal. Da habe ich. So, ja, ich glaube, wir müssen zu dir hin. Ja, ja. Die Fährte ist hier, wo ich bin jetzt hier. Ja, warte, ich komme mal angerannt. Boah, sieht schon ein bisschen beeindruckend aus, aber irgendwie friert mein Typ jetzt schon ein bisschen. Nicht, dass wir hier Feuer machen müssen oder so ein Rotz. Ja, hier sehe ich. So. Ah, und jetzt sieht man hier diesen Kreis und jetzt wird hier irgendwo die nächste Fährte sein. Hä? Ich sehe keinen Kreis. Nee, ich habe wahrscheinlich eh eine Fährte mehr wie du. Ich habe schon... Ja. Aber das braucht auch alles eine Weile, bis das hier so aktualisiert wird. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Ja? Ja, hast du eine Fährte. Ja, gut, alles klar. Schön. Die benötigen eine Lizenz. Oh, das nervt mich ja schon wieder tierisch. Warte mal, warte mal. Status? Bei mir sagt da nichts. Wo steht denn das immer, wie du benötigst eine Lizenz? Na, wenn du das Ding anklickst und dann sagt da hier Status Ziehend und unten drunter steht, sie benötigen eine Lizenz. Nö. Bei mir nicht. Dann hat es wahrscheinlich bei dir noch nicht aktualisiert. Das dauert ja immer eine Weile, bis denn derjenige... Ey, irgendeiner hustet von uns. Hier im Spiel. Das bist bestimmt du, weil du Raucher bist. Ja, ey, ich rauche doch nicht. Oh, Entschuldigung. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Es kann sein, dass es hier ein anderes Vieh ist. So. Also wie gesagt, wenn ihr mehr Ahnung habt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich renne ja jetzt auch komplett hier durch dieses Ding hier durch. Und was ihr von diesem Spiel haltet, ob ihr dieses Verkaufsmodell toll findet, ich finde es eher ein bisschen blöd. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ich will ein Spiel kaufen, dann möchte ich das spielen und nicht jedes Mal eine Lizenz oder sonstige Sachen kaufen. Das finde ich eher ein bisschen abstoßend, ne? So. Wo ist denn hier noch eine Fährte, ey? Bin ich denn total behindert? Und wir müssen natürlich erstmal eine gewisse Anzahl an Fährten gesammelt haben, um da besser, ich glaube, sichtbar zu machen, die ganzen Rotz. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut machen, wenn wir das nächste Mal jetzt irgendwo ein Pferd sehen.
Ja, wenn wir hier einen Ochsen sehen, dann schalt ihn noch mal rein, ne? Wir wollen ja noch ein bisschen Action sehen, nicht einfach nur hier doof rumrennen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Unser Tier haben wir gefunden. Hier läuft es. Ich würde sagen, jeder sucht sich jetzt mal eine optimale Schussposition und dann schießen wir einfach mal drauf. Also erst ich, dann du. Wie gehe ich denn in die Hocke? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Welchen Knopf habe ich genommen? Ach, hier, Dingsbums. Shift oder was weiß ich. Nicht unten die Taste. Steuerung. Ja, scheiße, jetzt ist das Vieh weg. Ich hab's. Ja, warte mal, ich will sehen. Warte. Ich, nicht, dass wir uns gegenseitig erschießen. Alter, irgendwie tut mein Typ hier immer husten. Mach jetzt, das geht weg. Warte. Ich seh's gar nicht mehr. Das ist irgendwo jetzt ein Dickicht. Oder? Ist es da? Ich sehe es nicht mehr. Aber schieße drauf. Soll ich, ja? Jetzt ja. Oh, ich dreh durch, jetzt ist es weggerannt. Ach, da rennt's! Oh, es rennt mich an! Wo ist das Vieh? Scheiße! Hast du geschossen? Nein, das kam mir entgegengerannt. Mann! Wo ist das denn hin? Na, ganz zum Anfang, wo wir gestartet sind. Oh. Ah, wir sind die absoluten Jägerfreunde hier. Mein Gott, wir werden ja mal so einen ollen Ochsen hier schießen können, ne? Du hast es erschrocken mit dem Gehuste. Siehst du es noch? Ja, ja. Warte mal, wo ist das? Da, wo ich hingucke. In die Richtung müssen wir. Warte. Wie weit ist es entfernt? Siehst du das irgendwie? Nee, ist ganz oben. Ganz oben in der Baumkrone. Mann, das kotzt mich ja jetzt an. Scheiße, ich sehe es immer noch nicht. Ich habe da irgendwie meine Probleme hier, die Viecher hier zu finden. Bin ich irgendwie blind oder was? Nein, ich bin ja auch nicht. Mach mal, Fernrohr an. Hast du? Warte mal, ach, B wollte ich jetzt drücken, 6. Ist das? Ja, Fernrohr. Dann gehst du, wie sag ich dir das am besten? Ja, hier sind überall Bäume. Geh mal in die... Du siehst doch jetzt hier vor dir den Hügel, wo Schnee drauf ist und wo so zwei Dinger sind, die nicht mit Schnee bedeckt sind. Die so an der Seite. Ja, so eine zwei Flecke oder was? Genau, da gehst du so schräg rechts hoch. Und da hast du da oben Bäume und da steht der Hirsch. Du bist lustig, da sind Bäume, da siehst du der Hirsch. Komm, wir gehen erstmal ein Stück weiter vor. Ach, das ist doch scheiße, ey. Ach so, jetzt habe ich falsche Waffe genommen. Also ich sehe ihn auf jeden Fall. Naja, dann geht's weiter. Aber hier wird doch nur nicht wohl nur ein Hirsch sein, oder? Nein, hier gibt's noch mal richtige Rudel. Und hier, außerdem, das Gute ist, hier sind Bisons, die neuen Viecher. Und Schneefüchse und alles und Rotz. Schneefüchse. Ja, Fixe. Und Saurier. Oder wie die Dinger heißen. So, warte mal, wo sind jetzt die ganzen... Steht das immer noch an der gleichen Stelle? Weil da mache ich mal einen richtigen Weitschuss hier. Nee, jetzt ist weg. Blödes Vieh, Alter. Mann. Gut, das war ja ein Satz mit X hier. Aber wenn wir da hinrennen, müsste er ja irgendwo da hinterm Berg sein, ne? Weil da hinten ist ja das Tal, da kommt er ja eigentlich nicht weg. Außer der ist jetzt links rüber gerannt. Wir sind ja noch nicht mal weit gegangen. Wir sind ja, sagen wir, vielleicht 200, 300 Meter weg vom gelobten Land. Mache jetzt so Joggen, das macht man ja überhaupt nicht, aber mir ist ja kalt. Und wenn das Ding dann kommt, dann gibt es hier einen richtigen Karnickel-Fangschlag hier. Da werde ich mit der Winchester mal schießen. Denn das ist ja Action. Ja, ich weiß, so handeln keine Jäger. Bin ja auch kein Jäger. Wo ist denn das Vieh? Ich will wenigstens einen Schuss abgeben hier. Hätte das Kalb vorhin schöner legen können. Ja.
Das war alles ungünstig, er hat gewackelt. Nee. Aber Hervorragend. hier ist eine Fährte. Dann wird er ja hier irgendwo sein. Pass auf, dann wird er hier vor mir stehen. Und mich anboxen. So, wo bist du, Schwein? Siehst du es? Warte, ich gucke. Du siehst doch besser wie ich. Bist doch jünger wie ich. Bisschen. Und? Ich sehe es nicht. Na gut, dann schieße ich dich einfach mal tot. Nein! Das geht nicht. Ich bin doch der einzig wahre Fährtenleser hier. Du kannst doch sowas nicht. Naja, du spielst das gerade mal die ersten 10 Minuten hier, ne? Aber hier ist doch auch hier irgendwo ein Vieh lang gelaufen, oder ist das so unter Spuren, weil wir hier lang getrampelt sind wie die Ochsen? Nee, ich glaube, das ist Vieh. Ey, wir können doch jetzt hier nicht ein Vieh jagen, aber das ist doch. Mann, ey. Ja, sehr spannend, was wir hier machen. Aber ich würde sagen, dass wir hier an diesem Punkt einfach mal eine Pause machen oder ja, wir hatten halt kein Glück hier, Weidmanns Heil, Weidmanns Dank, etc. XYZ und Petri Heil. Oh, ey, ey, ich bin tot! Was ist mit dir los? Ey, eine Unterkühlung ist bei mir! Ja. Jetzt nur? Ja, jetzt bin ich tot. Na, und wie kann ich dich wiederbeleben? Ja, da musst du mich küssen. Hättest du gerne, wach. Ja, mit dem Wort machen wir erstmal einen Fisch. Warum der Maximus jetzt eine Unterkühlung hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er die falsche Unterhose an. Und ja, wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Schreibt unten in die Kommentare rein, ob ihr mehr sehen wollt. Oder gebt dem Video einen Daumen, wenn ihr zu faul seid, Kommentare zu geben. Ich bedanke mich erstmal an Toni, dass er ja mitgemacht hat. Und ja, wir machen Fisch. Haut rein! Ciao.